Freitag, 1. Juni 2018, 15.21 Uhr. Alexander Zverev steht erstmals im Achtelfinale der French Open. Der an Nummer 2 gesetzte Deutsche musste für diesen Erfolg hart kämpfen und sogar einen Matchball abwehren. In 3:54 Stunden besiegte Zverev Damösa aus Bosnien-Herzegowina 6:2, 3:6, 4:6, 7:6, 7:3, 7:5. Bereits in der zweiten Runde von Roland Garros hatte der Zverev bei seinem Sieg gegen den Serben Dusan Lajovic über 5 Sätze gehen müssen. Match war Wahnsinn, ich bin sehr müde, sagte Zverev dem TV-Sender Eurosport, ich habe ein bisschen die Konzentration verloren, dann aber im vierten und fünften Satz doch einen Weg gefunden. Zverev war in einem Grand Slam-Turnier in seiner Karriere erst einmal so weit gekommen. Im vergangenen Jahr stand der 21-Jährige im Achtelfinale von Wimbledon. Im Achtelfinale trifft er am Sonntag entweder auf den Franzosen Lucas Poulier oder Russen Karen Khachanov. Zverev hatte auf dem Court Philippe Chatrier zu Beginn einen starken Eindruck hinterlassen. Nach nur 24 Minuten gewann er den ersten Satz, ging auch im zweiten Durchgang früh mit einem Break in Führung. Dann stellte Sauer sein Spiel um, nahm Zverev gleich zweimal den Aufschlag ab und schaffte so den Satzausgleich. Im dritten Durchgang kippte das Match, Zverev unterliefen viele einfache Fehler. Sauer, der durch eine Kollision mit dem Balljungen für Aufsehen sorgte, dominierte nun mit seinem variablen Spiel und zahlreichen Stops. Nachdem sich Zverev im vierten Satz jedoch im Tiebreak durchgesetzt hatte, entschied er das Duell schließlich doch noch für sich.